Abgeordneter Henning Otte, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir verlängern heute das Mandat für die Ausbildungsmission im Norden Iraks. Warum bilden wir aus? Weil der furchtbare IS-Terror sonst voranschreitet, Menschen umbringt und eine ganze Region destabilisiert. Wozu bilden wir aus und wen? Wir bilden aus kurdische Kämpfer vor Ort, damit sie in die Lage versetzt werden, die eigene Heimat zu verteidigen. Was bilden wir dort aus? Wir bilden aus Sanitätsausbildung, Minenräumung, wir bilden aus Kampf und wir bilden auch aus für den Schutz. Und das, meine Damen und Herren, ist eine Ausbildungsmission. Und auch, um die Fluchtursachen dort zu bekämpfen, wo sie entstehen, meine Damen und Herren. Denn wir müssen gemeinsam einen wichtigen Beitrag leisten im Kampf gegen diesen unmenschlichen IS-Terror, den sogenannten Islamistischen Staat, der im Zentrum Nordiraks und in Syrien wirkt und wie ein Franchise-System versucht, die Welt zu destabilisieren. Der IS-Terror ist eine Bedrohung für den Weltfrieden, und dem stellen wir uns auch gemeinsam entgegen, meine Damen und Herren. Es leiden insbesondere die Jesiden auch dort vor Ort. Hunderte, ja Tausende jesidische Männer sind getötet worden. Hunderte, ja Tausende, auch Frauen und Mädchen sind verschleppt worden oder getötet. Viele Mädchen sind noch in den Händen dieser Barbaren. Ich wiederhole, viele Mädchen sind noch in den Händen dieser Barbaren. Und sehr geehrter Kollege Herr van Aken, ich habe Ihnen ganz genau zugehört, und Sie haben nicht mit einem Wort das Leid dieser Menschen angesprochen, nicht mit einem Wort das Leid dieser Menschen, nur damit Ihre Programmatik hier an diesem Pult steht. Das ist nicht Verantwortung, das ist Augenverschließen vor dem Leid vieler Menschen, und das ist nicht zu akzeptieren, meine Damen und Herren. Genau vor dieser Gewalt fliehen nämlich die Menschen, weil sie keine andere Zuflucht finden. Sie geben ihre Heimat auf. Sie kommen auch nach Deutschland, weil sie Schutz suchen. Und das stellt unsere Gesellschaft auch vor eine große Herausforderung. Der IS versucht beispielsweise in Libyen einen neuen Brückenkopf zu bilden, dort Fuß zu fassen und von dort aus über das Mittelmeer Europa auch zu destabilisieren. Das müssen wir verhindern, auch zum Schutz unseres Landes. Wir müssen uns dort engagieren, wo die Konflikte entstehen. Wir müssen dort aktiv werden, wo die Konflikte auch uns bedrohen, sonst müssen sich noch mehr Menschen auf die Flucht machen. Ja, es ist ein innerislamischer Konflikt, und die arabischen Staaten sind mehr denn je aufgefordert, Selbstverantwortung zu tragen. Ja, es ist ein innerislamischer Bürgerkrieg, aber es liegt auch im europäischen Interesse, es liegt insbesondere im deutschen Interesse, diesen Konflikt zu entschärfen und zu verhindern, dass sich die Lage weiter destabilisiert. Und es ist vor allem auch eine Frage der Menschlichkeit, meine Damen und Herren, Menschen zu schützen und sie nicht sterben zu lassen. Und auch deswegen helfen wir, auch deswegen erteilen wir dieses Mandat, meine Damen und Herren. Es geht auch darum, dass wir der kurdischen Peschmerga weiter beistehen, die den IS auf breiter Front zurückgedrängt haben. Und das zeigt, dass diese Strategie erfolgreich ist. Kollege Frey hat es deutlich dargestellt. Und deswegen werden wir nochmal diese Mission von 100 auf 150 deutsche Soldatinnen und Soldaten erhöhen. Und dieses Mandat ist rechtlich abgesichert. Kollege Mützenich hat es deutlich herausgestellt. Und ich sage auch an die Adresse der Grünen, es gibt immer viele Ausreden, die man suchen könnte, um nicht einem solchen Mandat zuzustimmen. Aber jetzt eine solche Position hier zu beziehen, das ist nicht Verantwortung. Wir ertüchtigen die Menschen vor Ort. Das ist nachhaltig, selbst für Stabilität in der Region zu sorgen. Das ist Nachhaltigkeit. Nicht die Ideologie, die Ihnen passt, sondern die Verantwortung. Und die Realität ist Maßstab für uns, meine Damen und Herren. Wer die Verantwortung in der Welt bejaht, der darf sich der Last, die sich daraus ergibt, nicht entziehen. Das ist ein gutes
Motto, wie ich finde. Und deswegen sage ich, nicht mit erhobenem Zeigefinger an der Seitenlinie stehen, sondern Verantwortung zu übernehmen. Die Union übernimmt Verantwortung mit unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel, mit unserer Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und mit unseren Koalitionspartnern, allen voran Außenminister Steinmeier. Ich danke diesen Lebensrettern und ich danke vor allem der Bundeswehr als Lebensretter, die als Soldatinnen und Soldaten oft auch Mütter und Väter selbst sind, die einen Beitrag leisten zur Stabilisierung, einen Beitrag dazu leisten, damit die Menschen nicht vor diesem Terror fliehen. Und es ist auch gut, dass wir unseren Soldaten die notwendige Ausrüstung zur Verfügung stellen. 130 Milliarden Euro, hat unsere Verteidigungsministerin gesagt, ist notwendig. Wir stellen diese Mittel zur Verfügung. Sie sind Schutz für unsere Soldaten, denn die Bundeswehr ist Garant für die Sicherheit. Und wir alle haben den Auftrag, den Frieden und die Sicherheit in dieser Welt zum Nutzen der Menschen zu stabilisieren. Herzlichen Dank. Als letzten Redner der Aussprache erteile ich das Wort.